Hey YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen jetzt zum 5. Part der Coding Tutorial Serie. Wir werden heute Inventare bzw. einen Backpack programmieren, das hatten wir schon mal gemacht, ich weiß. Aber diesmal werden wir ihn auch speichern, also so wie den Timer, nur halt auch noch das Inventar. Und wir werden ganz viel Spaß haben. Schaut gerne auf meinem Twitch-Kanal twitch.tv/derbanko vorbei. Kommt gerne auf meinen Community-Discord. Hier wird euch auch geholfen, falls ihr Probleme habt, also einfach hier im Coding-Probleme-Channel oder euer Problem schildern. Oder auch gerne in die Kommentare. Lasst eine positive Bewertung da, abonniert den Kanal und wir gehen rein. So, wir werden jetzt einen Befehl erstellen, den wir ganz easy einfach Backpack Comment nennen. Ihr merkt wahrscheinlich schon, dass das Ganze sich ein bisschen wiederholt. Wir werden hier wieder Implements Command Executor verwenden und die Methode implementieren. Ja, es wiederholt sich vieles, aber so die Funktionen werden sich immer schön ändern. Die Grundstruktur bleibt eigentlich immer gleich und das ist halt beim Coden relativ cool. Außer wenn ihr halt komplett was Neues machen wollt, obviously. Wir werden jetzt hier, weil wir wissen müssen, ob das ein Spieler ist, wir hatten hier beim Explosions Listener Instance Off verwendet und das werden wir jetzt auch nochmal verwenden und zwar, um zu schauen, ob der Sender ein Spieler ist. Diesmal ersetzen wir Event.getEntity mit Sender und Creeper mit Player. Das hat jetzt so viel aus wie, wenn der Sender kein Spieler ist. Return. Return true. Liegt einfach nur am Typ der Methode, dass wir einfach ein Boolean zurückgeben. Wir werden jetzt eine Variable mit dem Namen Player vom Typ Player verwenden, welche wir zu einem Spieler casten. Wir werden es jetzt so machen, dass jeder Spieler sein eigenes Backpack hat. Deswegen werden wir eine neue Package erstellen, welches wir Backpack nennen. Und wir werden jetzt anfangen, das erste Mal wirklich objektorientiert zu programmieren. Und zwar, wenn wir einen Backpack Manager und ein Backpack Objekt, also ein Backpack. Wir werden im Backpack Manager, also passt auf, dass ihr im Backpack Manager auch seid, eine Private Map UUID Backpack Map haben, in welcher wir die Backpacks dem einzelnen Spieler zuweisen, und zwar nicht dem Spieler selbst, sondern der UUID. Und wir brauchen einen Constructor, deswegen alles einfügen, generate Constructor, und wir wählen hier nichts aus, also select none. Wir setzen der Map den Wert von der neuen Hash Map und werden zwei Methoden hinzufügen, und zwar public Backpack, getBackpack mit dem Parameter UUID, UUID. Und wir werden hier return map.get or default. Das benutzen wir. Wir benutzen nicht get, sondern get or default. UUID und new Backpack. Lassen Sie es einfach mal so stehen. Dazu werden wir gleich später weiterkommen, wenn wir im Backpack-Objekt weitermachen. Wir werden jetzt noch einen public void set Backpack, UUID, UUID, Backpack, Backpack, map.put UUID, Backpack. So, das ist das, was wir brauchen. Erstmal, wir können jetzt auch noch hier, weil das gelb unterstrichen wird, die mehr Pfeile machen. Das heißt einfach, dass sie nicht mehr veränderbar ist, weil wir sie im Constructor einmal ändern. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier Map ist gleich New Hash Map machen würden, würden wir einen Fehler bekommen, weil die mehr final ist. So. Wir machen jetzt im Backpack, brauchen eine Private Final UUID UUID und ein Private Inventory Inventory. Wir werden das so machen. In dieser Datei könnt ihr dann die Größe eures Backpacks einstellen. Und zwar macht ihr das dann relativ einfach. Und zwar habt ihr einen Constructor mit einmal mit dem Parameter UUID. This.inventory equals bucket.create inventory. Inventory Holder ist null. Die Size ist 27. Der Titel ist Backpack. Ganz kurz, um darauf einzugehen. Inventory Holder ist die Person, der das Inventory gehört. Da dieses Inventory eigentlich niemandem gehört, ist der Inventory Holder null. 27 ist die Größe des Backpacks. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Backpack mit 4 Zeilen haben wollt, braucht ihr 36 Slots. Also die Zahl muss ein Vielfaches von 9 sein. Jetzt gibt es aber dieses Szenario auch noch, dass wir schon vorher Items drin haben. Und diese Items werden wir mit einer sogenannten Base 64 Version speichern. Das heißt, wir geben einfach einen String über. Ein String, den nennen wir Data. Wir nehmen das jetzt einfach mal so hin, das bleibt jetzt erstmal. Wir gehen jetzt ganz kurz, weil wir jetzt auch hier sehen, dass wir ein Problem haben, hier rein und setzen als Parameter UUID, dann ist das Problem nämlich auch hier weg. So, wir brauchen jetzt zwei Getter, und zwar die beiden. Fertig. Wir machen jetzt noch ein public String to base 64. Return. Wir lassen es jetzt erstmal ganz kurz zu. Wir brauchen nämlich, um Minecraft Items zu speichern, eine sogenannte Base64 Variante. Wir nehmen jetzt ganz kurz googeln nach Base64 Encoder Minecraft Items. Sollten wir Encode and Decode Player Inventory with Arm. Und er hat hier ein GitHub-Link. Wir gehen da mal drauf. Und zwar haben wir jetzt hier mehrere Methoden. Ich packe euch einen Haspin-Link unten in die Beschreibung. Wir werden jetzt hier eine Klasse in Utils erstellen, die wir Base64 nennen. Und dort drin fügen wir die beiden Methoden ein. Und zwar einmal das hier und einmal das hier.
Ich nehme jetzt nicht die Kommentierung mit, weil braucht man nicht unbedingt, aber ihr könnt sie gerne übernehmen. Das heißt, wir importieren jetzt einfach alles, importierbar ist und sollten dann keine Fehler bekommen. Wir haben jetzt hier und wir haben keine Fehler mehr hier drin. Wir haben jetzt erfolgreich Code aus dem Internet gejungen. Wir können jetzt hier die Anführungszeichen entfernen und machen einfach hier Base64. Wir müssen aufpassen, dass wir hier auch die tv.banco.tutorialreloaded.utils bzw. wie halt euer Package heißt, nehmen. Item-Stack-Array to Base64. Das heißt, dass wir hier ein Item-Stack-Array brauchen und bekommen einen String zurück. Das heißt, dass wir das hier schon mal erfüllen. Deswegen nehmen wir das hier und machen inventory.getContents. Fertig. Dann machen wir jetzt noch hier, weil wir hier die Data haben, können wir die Data umbenennen in Base64, wie ihr das wollt. Könnt ihr aber auch einfach Data lassen. Und wir machen hier this.inventory.setContents Item-Stack-Array from Base64. Base64, bup, bup und add exception to method signature. Wir haben jetzt alles in dem Inventory. Wir können jetzt hier noch das Inventar final machen. Ich hätte das ein bisschen anders geplant, aber wir können das jetzt so machen. Ganz easy. Und machen jetzt hier in unserem Backpack Manager noch eine Methode und zwar public void save, nennen wir so. Und haben jetzt im Timer das hier. Können wir jetzt einfach übernehmen und können das einfach hier einfügen. Also aus dem Timer hier. Und zwar werden wir jetzt map for each benutzen, UUID, Backpack und dann dieses Lambda. Lambda macht ihr mit einem geschwungenen Klammer auf und dort drin könnt ihr sehr einfach jedes Element der Map durchgehen und habt direkt UUID und den Backpack. Ihr könnt jetzt hier einfach config.getconfig.set und dann wenden wir hier Backpack.gänsefüßchen UUID.toString das hier wegmachen, mehr brauchen wir nicht und machen hier Backpack.toBase64 und damit würde das schon mal speichern. Wir sehen jetzt auch hier, das ist der Vorteil bei Lambda. Wir können hier einfach drüber hobern und sehen einfach, dass wir das hier replacen können, weil das nur eine Zeile ist. Wir werden jetzt noch hier eine Load-Methode machen. Und zwar nehmen wir die Load. Und zwar haben wir jetzt ein kleines Problem. Und zwar, wenn wir jetzt die Backpacks speichern wollen, wissen wir jetzt actually gar nicht, welche Backpacks es gibt überhaupt. Um das Problem hier zu beheben, müssen wir map.keyset.for und wir müssen hier jetzt eine Liste der ganzen Strings, also String, UUIDs equals new array. So. Wir speichern jetzt also die ganzen UUIDs in Form eines Strings ab. Das heißt, wir machen einfach UUIDs.addUUID.string. Dann können wir hier config.getConfig.setBackpacksUUIDs. Wir haben jetzt also eine Liste der ganzen UUIDs in Form eines Strings, also in der Form, wie wir es auch brauchen. Und können dann jetzt hier oben die Liste abrufen. Wir machen jetzt einfach ListStringUUIDs equals config.getConfig.getStringList, also die Liste eines Strings, Backpacks. Dann machen wir folgendes. Wir gehen jedes Element der Liste durch. Das heißt, wir können jetzt hier wieder for each benutzen. Wir haben jetzt hier unsere for each und machen erstmal UUID, UUID equals UUID from string s. Das heißt, wir haben schon mal die UUID als Objekt. Machen jetzt noch string base64 equals config.getconfig.getstring backpack.s. Das ist hier einfach die UUID nur als Stringform. So. Machen wir map.put UUID new backpack UUID base64. Hier wird es uns auch nochmal gesagt, dass wir es mit einer try-catch umrunden sollen. Machen wir und dann wäre das Laden und Speichern schon einmal erledigt. Das Laden machen wir automatisch immer hier im Constructor. Können dadurch auch die Methode auf private stellen, dass wir keine Fremdzugriffe haben, was ähnlich passieren wird, aber trotzdem. Und können hier private backpack manager, backpack manager, backpack manager, backpack manager equals new Backpack Manager, Backpack Manager.safe. So, jetzt brauchen wir hier noch ein Getter zum Backpack Manager. Am Backpack Comment weitergemacht, machen wir es jetzt so. Wir brauchen jetzt erstmal den Backpack vom Spieler. main.getInstance.getBackpackManager.getBackpackUUID. Player.getUUID. So, aber jetzt haben wir ein kleines Problem und zwar, wenn der Spieler noch kein Backpack hat, wird ihm einfach der neue Backpack erstellt. Wir müssen eine kleine Änderung in unserer GetBackpack-Methode machen. Und zwar haben wir ein kleines Problem. Und zwar wird Backpack das Spiel das nie wirklich gespeichert, weil wir die Methode halt nie aufrufen. Und wenn wir sie aufrufen würden, wäre es dumm, weil meistens die Methode unnötig aufgerufen wird. Deswegen machen wir uns einfach das Problem ganz kurz weg. Und zwar, wenn die Map die UUID contained, also einen Backpack hat, returnen wir map.getUUID, also den Backpack von der UUID. Brauchen wir jetzt auch nochmal hier das Backpack-Objekt, was wir uns hier erstellt haben, einfach gejoinkt, so entfernen. Wir ändern hier das hier zu Backpack und machen hier map.put UUID Backpack. Fertig. So, dann wird das Problem behoben, weil jetzt ist nämlich dieses Ding immer drin, wenn das Backpack neu erstellt werden muss. Ab in den Backpack kommt. Dort machen wir jetzt einfach player.openInventory backpack.getInventory und wir sind fertig. Wir machen jetzt zwei Sachen noch und zwar fügen wir den Comment hier ein, machen Backpack und Backpack Comment, packen in Resources, Plugin, YML, das Ding rein und zwar Backpack
Wir machen aber nicht so, dass der standardmäßig eine Permission braucht. Deswegen lassen wir das einfach so und packen ein Alias rein, und zwar BP. Aliases sind einfach die weiteren Verwendungen. Also man kann zum Beispiel für Backpack den Alias BP benutzen. So, wir haben das jetzt exportiert, sollten jetzt auf dem Server einfach /reload-confirm eingeben können. Und wir haben den Common /backpack. Wir haben jetzt hier einen Backpack, das ist cool. Wir können das ganz kurz ausprobieren, und zwar tun wir ganz kurz in den Backpack mittendrin ein Gras rein. Und das Gras wird immer noch hier drin. Und hoffentlich funktioniert es, dass wenn wir jetzt /reload-confirm eingeben, alles gespeichert wird und wir mit /backpack unseren Backpack haben. Aber natürlich funktioniert es nicht. Ich habe das Problem gefunden. Und zwar liegt es manchmal sehr daran, welche Methode man vor welcher ausführt. Zum Beispiel hier timer.save, backpackmanager.save, config.save. Diese Reihenfolge müssen die Methoden in der onDisable sein, danach werden sie richtig gespeichert. Und reloaden noch einmal. Packen diesmal aber so eine schöne Blume rein, weil die sind nämlich cool. Backpack und reload confirm und mit /bp auf flex haben wir unsere Blume drin. Wenn ihr es jetzt mit anderen Accounts ausprobiert, also wir können uns ganz kurz den Account switchen, können uns ganz kurz auf Lebewesen switchen, gibt /bp ein und hat seinen eigenen Backpack. Wenn wir jetzt danach erstmal einen Dirtblock hier reinpacken, in den Backpack, wenn wir jetzt auch mal ganz kurz rejoin und ganz kurz zeigen, dass das trotzdem noch gespeichert ist und es ist noch drin. Wenn wir jetzt ganz kurz, sagen wir nochmal reloaden, ist der Dirtblock noch drin, und wenn wir den Account switchen, haben wir hier unsere Blume drin. Das heißt, jeder Spieler hat seinen eigenen Backpack, welches wir auch hier in der Methode sehen. Und zwar wird es so abgespeichert, by the way, mit Backpack, die ganzen Backpacks, die wir haben. Und dazu der String des Inhalts. Was euch im nächsten Video erwarten wird, ist ein Scoreboard. Wir werden unser eigenes erstes Scoreboard hinzufügen und werden dann wahrscheinlich in der übernächsten Folge dieses Scoreboard dann animieren. Ich wünsche euch allen einen wundersamen Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet euch das Video. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Euer Herr Newstime. Etok schreibt LMAO. Moin Banco von 100 Unterstrich. Einfach Chat vorlesen.